Marlene muss man mögen. Zumindest 19% der Bevölkerung hier in Salzburg, ja, die mögen Marlene Swaczek und die FPÖ, denn genauso viel haben ihr die Stimme bei der Landtagswahl gegeben. Wir melden uns hier vor der Panzerhalle in Salzburg, wo die große Wahlparty stattfindet. Ich würde sagen, schauen wir mal rein. Frau Swaczek, große Party hier in der Panzerhalle der FPÖ. Wie ist das jetzt nach dem langen Wahlkampf, wenn man mal abschalten kann und ein bisschen feiern kann? Ja, es fallen sehr, sehr viele Steine von meinem Herzen. Wir haben uns das alle verdient, das hat jeder wirklich alles gegeben. Der Wahlkampf war doch sehr, sehr lange, er war auch sehr heftig. Und jetzt freuen wir uns einfach, dass der Wahlkampf vorbei ist, dass das Wahlergebnis passt und ja. Jetzt wird noch gefeiert, aber dann gibt es ja schon die Verhandlungen, weil nach der Wahl ist vor den Koalitionsverhandlungen. Was nehmen Sie sich denn davor? Ja, heute wird einmal wirklich noch ausgelassen gefeiert. Morgen werden wir ein Resümee ziehen, werden uns wirklich die Ergebnisse ganz genau anschauen. Und dann wird es am Landeshauptmann liegen, dass er mit uns auch in Gespräche eintritt. Er wird mit allen Parteien Gespräche führen. Wir nehmen uns vor, da vernünftig am Boden geblieben in die Gespräche zu gehen und dann schauen wir, was herauskommt. Peter Klien, der ORF-Star-Reporter, war auch da. Wie war das, mal von ihm interviewt zu werden? Der stellt nicht so nette Fragen wie ich. Ja, ich glaube, er hat recht gar nicht gehabt da mit uns. Also er hat ein paar Mal die Antwort gegeben, nicht schlecht, nicht schlecht. Hat schon passt.